auch wärst du doch bloß heute noch Praktikantin im Weißen Haus und hättest ab und zu ein Rendezvous mit W, dann säße nu Juhu mit seiner Präsidentschaft scheiße aus. Denn Sitte und Privat in Tel Aviv, bitte nicht egal, Leder sind jedes Mal radikal. Und sehr genau, der Präsident darf mit Vergnügen durch ein paar Kriege führen und lügen. Er darf die ganze Welt betrügen, aber niemals seine Ehefrau. Die Pascha-Mütze da im Mittleren Osten kosten viel Geld und viel Leben, aber Bush nicht seinen Posten. Es gibt nichts, was er nicht darf, Hauptsache er ist brav. Die Devise lautet, make war, not love. Denn erst wenn ein Präsident die Ehe bricht, ist er in Amerika erledigt. Denn dann rufen alle Viere, die Bonisa Ehre, Pecher losgeschrien. Du hast uns belogen und schon werden zum Beweis all die heißen schmutzigen Details bis ins Letzte an das gleißende Licht der Öffentlichkeit gezogen. Und schon wieder werden wieder legte Schamstab wie noch nieder. Der Irak und Al-Qaida wären ab sofort kein Thema mehr. Man würde Bush dazu bewegen, sofort sein Amt niederzulegen. Und wir hätten welch ein Segen, ein paar Probleme weniger. Monika steht allein in deinen Händen, das Blatt zu wenden und seine Präsidentschaft zu beenden. Und wenn er dir nicht gefällt und du sagst, also nee, bei dem Mann gibt es Notvergelt, ist kein Problem, wir würden für dich spenden. Solche Parolen, die sieht man uns verholen in Europas Metropolen an den Wänden. Alle erträgt, das entspricht ganz unbestritten, sicher nicht den guten Sitten. Trotzdem möchte ich dich bitten, Monika, nimm es wörtlich, Monika, du